Das Abenteuer begann, als meine Familie Ferien machte. Sie haben zwar gesagt, ich darf mitkommen, aber ich wollte unbedingt hierbleiben, weil ich mein liebes Pferd Gold Mystery nicht alleine lassen wollte. Mein Name ist Jenny, Jenny Hawk Garden. Am liebsten gehe ich ausreiten. Und das habe ich dann natürlich auch gemacht. Ich bin in die schöne Stadt Rosendorf geritten. Tja, und ab hier beginnt das große Abenteuer. Wow, ich war ja schon so lange nicht mehr hier. Sieh nur, was sich schon alles verändert hat, liebe Gold Mystery. Oh, da vorne ist sie ja auch gleich. Guten Tag, Baroness. Wie geht es Ihnen denn? Ich wollte nur mal eben fragen, ob die Bibliothek noch geöffnet hat. Guten Tag, Jenny. Ja, natürlich. Die Bibliothek hat bis 20 Uhr abends geöffnet. Oh, das ist ja klasse. Ich wollte mir nämlich Ihre neuen Bücher anschauen. Nur zu, geh gerne rein. Dankeschön. Und so ging ich mich mal umschauen. Wow, echt hübsch renoviert. Hallo Linda. Hey Jenny, ich habe dich ja schon lange nicht mehr hier gesehen. Wir haben eine neue Bücherkollektion, links in der 7. Spalte. Vielen Dank, ich schaue es mir gleich mal an. Hier, 7. Spalte, 4. Fach. Da so viele Bücher. Welches schaue ich denn an? Was ist das denn für eins? Die Legende der Pferde. Toll, das klingt schon so spannend. Und dann begann ich es zu lesen. Das Buch war voller Geheimnisse. Alles, was dort drin geschrieben war, war ein Rätsel. Es hat mich so fasziniert. Vielleicht gibt es diese Orte wirklich. Doch ich war mir eines sicher. Die einzige Person, die ich fragen kann, war meine gute Großoma. Gold Mystery, mein liebes Pferd. Komm, ich mag meine Großoma besuchen. Also ritt ich noch am gleichen Tag los und wollte meine liebe Oma besuchen gehen. Als sie noch jung war, war sie eine richtige Reitlegende. Sie hat schon viele Pokale damals gewonnen. Hallo Oma, schön dich wiederzusehen. Oh, hallo Schätzchen, ich dachte, du kommst mich nie besuchen. Ich freue mich richtig. Weshalb bist du denn da? Aus welchem Grund? Ja, ich habe da so eine Frage. Nur zu, was ist es denn? Du warst doch mal eine berühmte Reiterin. Ach ja, richtig. Das waren noch Zeiten, Liebes. Ah, aber du erinnerst dich doch noch, oder? Natürlich. Es kommt mir vor, als wenn es gestern gewesen wäre. Ich habe da so ein Buch gelesen, heute, und das hieß Die Legende der Pferde. Du hast Die Legende der Pferde gelesen? Das habe ich auch mal gelesen. Es war mein absolutes Lieblingsbuch, das kannst du mir glauben. Die Orte, die in dem Buch beschrieben wurden, gibt es die wirklich? In echt? Naja, ich war wie gesagt ein totaler Fan, auch damals noch in deinem Alter. Ich hatte ebenfalls ein Pferd. Wir hatten eine super Beziehung zueinander. Das Gleiche habe ich mich auch gefragt, ob es diese Orte tatsächlich gibt. Ich bin einmal losgeritten und kam zu einem ganz sonderbaren Ort. Ein sonderbarer Ort? Wovon redest du, Oma? Es war einer mit großen Statuen, mit Pferdestatuen und Köpfen. Es war relativ dunkel und nebelig. Wo genau warst du damals? Ich bin mir nicht sicher. Es war schon ziemlich lange her. Wie? Du weißt das nicht mehr? Es gibt eine Möglichkeit, wie du es herausfinden kannst, liebe Jenny. Und die wäre? Du kannst Folgendes tun. Das Buch steckt voller Rätsel. Im Prinzip ist das ganze Buch ein Rätsel. Versuche diese zu entschlüsseln. So bin ich damals auch zu dem Ort gelangen. Wow, wirklich? Ja, du kannst es mal versuchen. Ich weiß noch, der Ort ist aber auf einer anderen Insel gewesen. Auf einer anderen Insel? Ganz recht. Und weißt du noch, welche das war? Ja, das Ganze war damals in Epona.
Epona, da war ich noch nie, aber ich wollte unbedingt schon mal hin. Es ist auch wirklich schön dort. Deine Tante wohnt in Epona, in einem Einfamilienhaus. Meine Tante, natürlich. Ich habe meine Tante schon so lange nicht mehr gesehen. Wie wär's, wenn ich sie besuchen gehe? Liebe Jenny, aber die Reise war gefährlich. Es ist nicht grundlos, warum ich mein Pferd nicht mehr gefunden habe. Meinst du, das hatte was mit dem Ort zu tun? Aber natürlich, er war magisch. Diese Energie, die dort herrschte, war einfach überwältigend. Es war zugleich toll, aber naja. Wie hast du eigentlich dein Pferd verloren? Vielleicht ist es dort noch. Also vom Alter her würde es natürlich noch leben. Das ist doch klasse. Wenn ich hingehe nach Epona, kann ich gleich nach deinem Pferd suchen. Jenny, das wäre einfach toll. Es ist ein Traum, mein Pferd endlich wiederzusehen. Wir waren die allerbesten Freunde. Ja, so wie ich und Gold Mystery. Pass gut auf dein Pferd auf, Jenny. Ich wünsche dir eine gute Reise. Wie? Du lässt mich einfach so gehen? Wieso denn nicht? Lebe deinen Traum und erlebe dein Abenteuer. Wow, meine Eltern hätten das wahrscheinlich nicht zugelassen. Aber ich bin auch deine Großoma. Eines lass dir doch gesagt sein. Und das ist? Du und dein Pferd darfst dich während der Reise nicht trennen. Vor allem, wenn du wirklich zu diesem Ort gehen solltest. Lass dein Pferd niemals aus den Augen. Ich habe es damals dort abgestellt, vorne. Und als es wiederkam, war es weg. Es war spurlos verschwunden. Den Rest, da bin ich mir nicht mehr sicher, was damals passiert ist. Es ist immer noch ein Mysterium. Wow. Okay, ich lasse mir das gesagt sein. Gold Mystery und ich, wir werden immer zusammenbleiben. Gut, schöne Reise noch. Ich umarmte meine Großoma noch und wollte dann sofort losreiten. Jenny! Ja, was ist denn? Wolltest du mir noch was sagen? Ja, wenn du in Epona angekommen bist. Deine Tante wohnt in dem Ort New Hillcrest. Das ist ja wunderbar. Vielleicht kann ich bei ihr verweilen für ein paar Tage. Ja, frag sie das. Sie ist wirklich großzügig, deine Tante. Sie glaubt ebenfalls an diese magischen Orte. Ihr werdet euch bestimmt gut verstehen, Jenny. Das freut mich. Ich habe sie ja zuletzt gesehen, da war ich 3 Jahre. Wow. Ja, lange Zeit. Und dann bis dann, Jenny. Pass gut auf dich auf. Aber natürlich. Tschüss, Oma. Mein Pferd und ich machten uns auf die Reise. Es war ein wirklich, wirklich weiter Ritt dorthin. Aber das war es mir auch wert. Ich habe eine ganze Woche Zeit, den Ort zu suchen, den ich finden will. Dann kam ich an die Inselgrenze. Ab hier beginnt Epona. Meine Tante war noch ein paar Kilometer weiter weg. Schon alleine der Hinweg hat mir super gefallen. Und hier hinten war es, dort oben auf dem Hügel. Hinter dem großen Sumpf wohnte meine Tante. Dieses Gefühl dort auf einer anderen Insel war etwas ganz Neues. Und dann endlich aus dem Nebel draußen. Nach langer, langer Zeit habe ich es endlich geschafft und bin in New Hillcrest angekommen. Wow, das ist unglaublich. Diese ganze Insel, sie ist so geheimnisvoll. Ich würde am allerliebsten heute noch alles erkunden. Aber Gold Mystery ist ganz schön erschöpft gewesen. Ich sollte erstmal nach meiner Tante suchen. Ich frag mal eben die Leute, ob sie eine Hawk Garden kennen. Guten Tag, entschuldigen Sie bitte. Oh, guten Tag. Eine neue hier? Ganz recht, das ist mein allererstes Mal hier in Epona. Schön, ich freue mich immer über neue. Ich wollte nur eben mal fragen, ob Sie die Einwohner hier kennen. Sogar ziemlich gut, ich führe hier das Café. Schön. Nach welcher Person suchst du denn? Sie heißt Hawk Garden als Nachname. Ach, die liebe Hawk Garden, die wohnt hinten, gleich ums Eck links.
super, vielen Dank. Schönen Tag noch. Danke, dir auch. Komm, Gold Mystery. Hier lang. Das müsste das Haus sein. So, warte hier kurz, meine Liebe. Ich schaue mich nur mal kurz um nach meiner Tante. Tante? Tante? Hallo? Niemand zu Hause. Seltsam. Vielleicht ist ja jemand im Garten, der mir weiterhelfen kann. Oh, hallo, Tante. Können wir uns? Ja, ich bin's, Jenny. Jenny Hawthorne. Jenny? Jenny? Bist du das? Wirklich? Ja, ich wollte mal eben vorbeischauen. Jenny, ich kannte dich noch, als du 3 warst. Ich weiß schon, das ist ziemlich lange her. Wow, du, ich freue mich richtig. Warum bist du denn hier? Ich wollte fragen, ob ich ein paar Tage bei dir wohnen darf. So für eine Woche allerhöchstens. Aus welchem Grund denn? Und wo sind deine Eltern? Die sind momentan im Urlaub, aber ich wollte mein liebes Pferd nicht alleine lassen. Oh, du reitest, so wie deine Oma. Ja, ganz genau. Reiten ist ja auch was ganz Schönes. Unten gibt's den Stall. Ihr habt ja einen Stall in New Hillcrest? Ja, meine Liebe. Wenn du dein Pferd gerne dort unterbringen möchtest, während du hier wohnst? Ich darf also? Das ist ja klasse. Vielen Dank. Aber natürlich, kein Problem. Die Stallführerin und ich kennen uns. Wir sind gute Freunde. Du kannst bestimmt dein Pferd dort unterbringen. Toll, vielen Dank, Tante. Ich mach das mal eben. Ich komme gleich wieder. Also ging ich wieder zu meinem Pferd. Dann habe ich mit der Stallführerin Natalie geredet und sie gefragt, ob ich hier mein Pferd unterstellen darf. Sie war natürlich damit einverstanden. Die Leute hier waren sehr, sehr höflich und freundlich zueinander. Und so brachte ich erstmal mein Pferd in den Stall. Ich pflegte es noch schnell. Und füttern durfte man natürlich auch nicht vergessen. Es war schon spät, also ging ich wieder hoch zu meiner Tante. Meine Tante wohnte wirklich schön hier. Es war sehr ruhig, aber auch spannend. Sie hatte sogar ein Sonnenblumenfeld. Das gefiel mir besonders gut. Und der Duft, er war herrlich. Aber das Allerbeste war der Ausblick. Man konnte so weit sehen, sogar auf die andere Insel. Es war einfach unglaublich schön. Ich war aber auch schon etwas erschöpft von der Reise. Also war das die perfekte Zeit, um ein Buch weiterzulesen. Ich habe es mir gleich bequem gemacht und habe angefangen, in den Seiten herumzustöbern. Ich habe sehr viele außergewöhnliche Sachen herausgefunden und manche Rätsel waren jetzt auch verständlicher. Ich bin so gespannt auf morgen, wo ich und mein liebes Pferd wohl überall hingehen wird. Das werden wir morgen entdecken. Toll, meinst du? Ist nicht dein Ernst, oder? Ich nehme gerade auf und du tust mir den Schweif ins Gesicht. Linda, was machst du denn da? Okay, nochmal kurz, warte. Sie steht einfach im Stuhl drin. Okay, das beachten wir mal nicht, Leute. Machen wir die Serie weiter. Alles klar.